Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs, gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden, näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß! Prost. Ihr habt gerade das Öffnen eines Fältchens gehört. Unser Bier, also mein Bier des Podcastes heute. Ja, es ist der 17.09. halb zehn. Ich habe mich jetzt gerade nochmal hingesetzt, um hier dieses Intro für unsere heutige oder ja, die Folge jetzt zu machen. Ich hatte erst die Ehre, nach unserem Spiel gegen Massen mit Hannes kurz seine Worte zum Spiel einzufangen. Die hört ihr darauf folgend direkt. Ich würde aber nur noch mal kurz diesen Spieltag zusammenfassen. Es gab nämlich insgesamt zwei Spiele in der Landesliga Süd Brandenburg. Das war Finsterwalde 2 gegen Eintracht Ort. Ich bin komplett verrutscht. Finsterwalde 2 gegen Herzberg heute. Die hatten das zweite Heimspiel und haben 29-22 gewonnen. Glückwunsch an Finsterwalde. Hätte ich, glaube ich, also von Favoritenstatus hätte ich so vom Papier auch so abgeschätzt. Ja, ich denke, mit Gordon werde ich das dann in der nächsten Folge ausführlicher nochmal besprechen. So, kommen wir zu unserem Spiel. Wir haben heute zu Hause erstes Heimspiel gegen Massen 20-27 verloren. Ja, verdient, denke ich. Wir hatten quasi wenig Rückraum. Sehr viel Jugend dabei, die sich sehr gut geschlagen haben. Und ja, ich will gar nicht groß drum herum reden. An der Stelle folgt jetzt unser Einspieler kurz nach dem Spiel mit Hannes. Ja, vielen Dank nach Massen. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Herzlich willkommen zum Podcast. Wir befinden uns nach dem Ligaspiel gegen TSV Germania Massen. Direkt danach, bei mir sitzt Hannes Walter, der Trainer, der ein Spielertrikot trägt, aktuell. Hallo, ja. Und ja, wir haben ja letzte Woche schon unser neues Format angekündigt und Hannes, ich bitte dich um deine Einschätzung so direkt live nach dem Spiel. Wie hast du es, also erstmal Endstand 27-20 für Massen. Genau. Die Auswärtsmannschaft hat gewonnen und verdient gewonnen. Und ja, bitte deine kurze Zusammenfassung jetzt. Ja, also wir hatten ja zwei Verletzte, drei Leute sind im Urlaub, deswegen kommt es auch so, dass ich ein Spielertrikot anhab und auch ein paar Minuten spielen durfte. Ja, man kann sagen, in El Salvador zu spielen ist ja immer was Besonderes, gerade mit dem Hallenboden und gegen euch und El Salvador ist es ja immer ein spannendes Spiel, das muss man ja sagen. Deswegen hatte ich auch schon so ein paar Befürchtungen, aber es ging ja dann relativ zügig los. Wir konnten, glaube ich, am Anfang ganz gut vorlegen. Ihr habt dann immer wieder aufgeholt, sodass wir uns da wirklich ranhalten mussten. Zur Halbzeit stand es, glaube ich, 8-12 oder sowas, oder 13? 8-13, glaube ich, waren es. Okay, ich glaube, genau. Es war so, ja. Ja, 5 Tore waren das dann am Ende, ja, das sind 5 Tore. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann gut angefangen, wie ich fand. Und dann gab es so eine Viertelstunde, haben wir versucht, schnelle Mitte zu machen, relativ regelmäßig und haben euch dann den Ball überlassen, den ihr dann gekonnt verwandelt habt. Ja, da haben wir ein paar mehr Konter auf jeden Fall. Ja. Also unser Linksaußen, ja. Vor allen Dingen waren wir dann. Ich könnte jetzt natürlich sagen, das war alles beabsichtigt, um euch müde zu spielen, aber. ihr habt den Vorsprung verwaltet. Wir haben den Vorsprung verwaltet. Ja, und mit 8 Spieler, die wir hatten. Henrik und ich als Trainer, 9 und 10. Du hast ja auch gespielt. Ich habe auch gespielt, ja. Einen Siebmeter habe ich reingemacht. Unsere große. Ein Bundestagsabgeordneter hat jetzt hier in Elsterwerda getroffen. Richtig. Ich hoffe, euer Torwart wählt mich trotzdem noch. ja, und ganz besser.
Und ja, den 11., den wir mit hatten, der ist eigentlich auch verletzt, den hat man auch nur für die 7 Meter mit und der hat auch 2 reingemacht. Deswegen war vielleicht unser Plan, dass die Spieler den nicht werfen, besser, weil unsere Quote war ja jetzt bei 45%, glaube ich, nicht so dolle. Unsere ist noch schlechter aktuell. Also ich habe letzte Woche... Ich wollte es nicht ansprechen, die 15%. Ja. Ich glaube, ich habe letzte Woche 4 vor... Also ich schiebe es auf den Wachs und da mal... Also, oh. Das ist immer der Wachs, entweder zu viel oder zu wenig. Das genau, kann man, immer sagen. Man muss das perfekte Maß finden. Genau. Nee, aber gut, waren wir schon jetzt mit der zweiten Halbzeit? Also warst du schon durch? Wir haben... ja, am Ende... Ich habe gerade schon gesagt, ich war froh, dass es dann zwischenzeitlich nur 3 oder 4 Tore Abstand waren. Um die 50. Minute würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Dann habt ihr noch mal kurz euer rechter Halber und Mitaufbauspieler hat dann so Doppelpässe gespielt, da seid ihr gut durchgekommen. Genau. Da haben wir die Übergabe nicht geschafft. So wir wirklich. Haben nochmal gewechselt auch, 10 Minuten vor Schluss. Das hat, glaube ich, auch nochmal ganz gut getan. Ja, bist du zufrieden mit der Leistung deiner Mannschaft? Ja, und deiner Leistung? Mit meiner Leistung bin ich selbstverständlich immer zufrieden. Du lieferst immer. Na gut, ich hätte bei dem einen schönen Pass, den ich bekommen habe, stand ich im Kreis. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber sonst war ganz in Ordnung und mit der Spielerdecke, mit der wir angereist sind, war es sehr solide, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ihr habt uns ja auch nicht einfach gemacht, gerade wenn man die jungen Spieler sieht, der jetzt am Ende auch auf halb links war. Steven? Ja, weiß ich nicht, aber ja. Sehr athletisch. Ja, macht da gut das, was er macht, also muss man sagen, das kann in ein paar Jahren dann wirklich nochmal zum Problem werden. Nochmal kurz zusammenfassend, unsere, ja... Erfahrene Garde war heute quasi nicht vorhanden oder wenig vorhanden und wir haben heute die jungen Wilden mal wieder ausgepackt und ich finde, also rechtshalb, linkshalb, super Leistung. Ja, haben sie ordentlich gemacht, muss man sagen. Sieht man wahrscheinlich auch an Toren, die sie gemacht haben und ich bin auch enttäuscht heute, weil einfach, ich glaube ein Tor, es war der Tempo ging oder so ein Konter irgendwie, sehr viele Fehlpässe mir geleistet und ich wurde auch von unserem Ersatztrainer quasi gefragt, was denn mit mir los ist. Und, Ja, du hattest ein bisschen Pech auch beim Werfen zwischendurch, ich glaube, ging noch daneben, direkt auf den Torwart, war schade. Also ja, aber so läuft es halt ab und zu und es kommen wieder bessere Zeiten. Das stimmt. Gut, Hannes, dann vielen Dank für dein Statement. Und gerne. Ich hoffe, wir kriegen noch von Frank Albrecht eine Zuarbeit. Dann können wir wieder. Wen spielt Dame heute? Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ehe ich jetzt was Falsches sage, vielleicht spielen sie auch gar nicht. Ich habe zum Beispiel, Elsterwerda hat noch nicht in die Saison eingegriffen. Ich glaube, die fangen erst nächstes Wochenende an. Die spielen morgen. Ja, ach so, morgen. Wir gerade gucken zu kommen. Ich glaube, gegen wen spielen die denn? Ortrand oder? Okay. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal gucken. Gut. Ja. Dann, wir sind gespannt, wie die anderen Ergebnisse ausfallen. Auf alle Fälle. Dann vielen Dank da an der Stelle und ich wünsche euch, ja, leider waren wir gut gastfreundlich und haben 2 Punkte mitgegeben. War sehr nett. Aber kommt gut nach Hause. Danke. Und tschüss. Tschüss. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß und ich hoffe, die nächste Folge wird dann wieder ausführlicher, länger. Vielleicht mögt ihr das ja auch nicht. Aber, ja. Schöne Grüße aus Plesser und bis zum nächsten Mal und danke an alle Hörer und die uns zuarbeiten.